Ich bin der Thorsten, das ist mein Kanal, Thorsten und seine Welt. Mein Kanal geht um Aquaristik, Garten und noch allerlei. Also im Prinzip alles, was mir Spaß macht, aber hauptsächlich Garten und Aquaristik. Aquaristik natürlich wieder mehr im Winter, wenn man einen Garten kann ich euch nicht so viel zeigen über meinen Tropengarten. Aber das ist ein anderes Thema, da könnt ihr einfach mal in meine Playlist nachschauen. Und gefällt euch der Film? Daumen nach oben nicht vergessen, die Glocke, ihr bleibt immer auf dem Ball bei mir. Jetzt kommt jetzt mal wieder ein Produkttester mit dazu, mittlerweile. Okay, werde euch nicht viel verraten, heute das Intro durch und dann legen wir los. So, heute habe ich euch hier mal was besorgt, beziehungsweise musste ich mir kaufen. Also ist kein Sponsoring, ich kriege auch von Dennerle das Produkt nicht gestellt zum Testen. Ich habe es mir einfach selber gekauft, aus einem einfachen Grunde. Hatte jetzt schon langer Zeit keinen Tester mehr dran, weil der andere Tester war undicht gewesen. Also immer wieder Flüssigkeit drin, die Flüssigkeit hat immer Wasser gesaugt. Und deswegen habe ich mich diesmal für diesen CO2-Test entschieden. Da sind so eine, mal gucken. So eine 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ampullen drin. Laut Beschreibung, habe ich mir schon mal angeguckt, sollen die Ampullen alle 4 Wochen ersetzt werden, weil er dann irgendwie die Farbgebung ein bisschen nachsetzt. Ist klar, es ist eine Reaktion, die da stattfindet, irgendwann ermüdet es nicht das Material, sondern na, die Flüssigkeit halt. Wa? Und das ist schon wichtig bei CO2-Tests. Einmal ist der Einfluss von eurer Wasserbewegung, was ihr am Becken habt. Habt ihr einen Sprudler, die ich bei mir drin habe, aber den habe ich bei mir immer so eingesetzt ab abends oder spät Nachmittag. Fährt der Sprudler mit hoch, weil natürlich nachts die Fische bzw. Fische verbrauchen Sauerstoff. Die Pflanzen produzieren keinen Sauerstoff, weil sie keine Photosynthese betreibt. Und bei mir geht er dann an der Sprudler, wenn auch wieder in der Mittagszeit, für ca. 2 Stunden, glaube ich, war das jetzt, für das ist schon 10, ja 2 Stunden, ich hatte das mal im Video gesagt, nicht erwähnt. Lache ich ja bei mir immer das Licht aus, in mein Hauptbecken, hier eine Zuchtanlage sowieso nicht. Um ganz einfach daran, liegt da dran, um dass die Pflanzen zurückfahren, beziehungsweise naja, die Photosynthese fährt zurück und es kehrt so ein bisschen Ruhe im Becken ein. Man kann das auch jetzt die ganze Zeit, was ich schon gesehen habe, weil ich jetzt schon wieder so gucke, und zwar die ganze Lichtanlage durch einen Lichtcomputer betreiben. Und da könnt ihr genau den Sonnenaufgang, dann könnt ihr den beziehungsweise die Mondphase, vielleicht kann das ein bisschen hell nachts nur leuchten. Den Sonnenuntergang könnt ihr machen, dann könnt ihr sagen, naja, gut, überall gibt es mal Regentage, dann gibt es mal einen Regentag, da wird die Beleuchtung halt nicht so hoch gefahren von der LED, das ist eine schöne Sache, aber das ist ein anderes Thema, unser Licht vielleicht schon wieder. Aber da bin ich schon mal am Gucken, ob ich da jetzt auch mal ein Filmchen drüber bringe, über das System, aber heute geht es ja über die. So, jetzt haben wir uns das gekauft. Wenn jeder, vielleicht kennt jeder das von den Cubes, von Aquascaping, ist das eigentlich bekannt. Da würde ich es auf jeden Fall immer euch empfehlen, das zu nehmen bei Aquascaping gerade, weil wir ja da ein bisschen mehr düngen. Also hier heißt es immer, wie gesagt, das heißt, das waren immer 25, aber das erzähle ich euch gleich in die Menge. Hier haben wir jetzt auf jeden Fall Farbskalen, gelb ist zu hoch. Grün, wie immer, ist okay. Blau ist zu wenig. Okay. Jetzt kommt es natürlich darauf an, wie viele Pflanzen ich drin habe, wie viele Fische drin habe. Und dementsprechend CO2. Das heißt, eigentlich heißt es, bei 100 Liter fängt man an mit dem Blasenzähler bei 10 Blasen. Ich bin glaube bei mir schon bei 60, weil ich viele Pflanzen drin habe. Ich habe eine gute Filterung, ich habe eine Wasseroberfläche, die sich bewegt. Und alles, was sich bewegt im Becken, durch den Sprudler, durch die Wasseroberfläche, wird CO2 ausgeführt. Also muss ich wieder was zuführen. Das heißt, um das genau zu wissen, brauche ich den Langzeittest. Das ist also kein Tröpfchentest. Das ist ein Langzeittest. Und wo bringe ich die Gerät an? Natürlich nicht, wenn wir jetzt sehen, hier ist die CO2-Auslass.
da natürlich nicht an der weitesten Ecke entfernt. Ich würde da hinten messen und nicht da genau, wo das rauskommt, also wo der Sprudler jetzt ist. Keine Ahnung, was ihr da habt vom System, wo das rauskommt, da will ich das testen. Also das ist wichtig. Und hier ist natürlich noch ein pH-Test mit bei. Der bezieht sich aber über eine Skala, die zeige ich euch gleich, denn der pH kommt darauf an, was der vom KH ja halt hat. Ihr müsst da messen und dementsprechend ist eine Skala drin, aber zeige ich euch gleich. Okay, hier haben wir das. Das ist hier so mein Basteltisch, also braucht ihr nicht wundern, warum der verklebt ist. Hier wird auch drauf gebastelt, also alles, was man so basteln tut, oder Schiffe oder beziehungsweise Flugzeuge. So, ich packe euch das aus. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe. Lennerle stellt mir das Produkt nicht zur Verfügung. Ich habe es mir alleine gekauft. Ich will testen, das für euch aus den einfachen Gründen. Erstmal, ich will mir das ja nun nicht jede Woche ins Innoid kaufen. Darum geht es bei mir jetzt auch. Und zwar haben wir jetzt hier die Skala. Ich hoffe, dass man das so sieht, so einigermaßen. Da haben wir verschiedene, also die Skala trennt man hier ab. Klebt man das an sein Becken ran, dann hat man 120, 40 Milligramm pro Liter. Anteil von CO2 natürlich drin im Becken. Das reißt man dann ab, klebt es an seinem Beckenrand dran und jetzt müsst ihr noch eure KH-Wert bestimmen und dementsprechend könnt ihr die Skala nehmen. Also die mache ich nicht, mich interessiert nur der CO2-Wert jetzt in meinem Becken und nicht den KH-Wert, den messe ich ja vorher, aber über die Skala kann ich den pH-Wert dann ablesen, was bei meinem Becken eigentlich bei den Fischen, die ich halte, nicht so relevant ist. Ich weiß nicht, was ihr für Fische haltet. Der Diskusfischer haltet oder sonst welche, dann müsst ihr natürlich dementsprechend euch die Skala dann raussuchen. Okay, das ist erstmal schon mal da drinnen. Dann haben wir hier eine Beschreibung. Da ist die Teilnummer drauf. So, das eins, was ich schon mal gut finde, was mich so gestört hat, was ich vorher hatte bei dem Produkt, ich weiß nicht, ob das jetzt auch von Dennerle war, ich will jetzt nicht falsch sagen, mit der Tröpfchenflasche. Erstmal weiß ich immer ja nicht, wie viel ich da noch drin habe, wann muss ich nachkaufen. Und dann musste zählen, der musste jedes Mal die Beschreibung rausholen und gucken, Mensch, wie viele Tröpfchen waren das nochmal gewesen. Denn das soll ja 4 Wochen halten und nach 4 Wochen, entweder man könnte es sich auch aufschreiben. Aber ich merke es mir einfach nicht, oder beziehungsweise man kann sich auch alles nicht merken. Und das sind 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn das wirklich jetzt so ist, wie beschrieben, bei den 5 Flaschen, dann reicht es also fast ein knappes halbes Jahr. Denn laut Beschreibung, haben wir schon durchgelesen, sollte man die Flasche einmal im Monat tauschen. Also, was macht man? Man kann sie schon abtrennen. Geht auch einfach. Da war so meine Befürchtung gewesen. Und dann kann man das alles wieder so schön ordentlich drin packen. Okay. Und jetzt haben wir hier das Ganze, das kommt ja dann am Becken ran. Hier oben, ich fahre jetzt immer mit der Kamera, dass sie das ja nur nicht verfolgt. Okay, ich hoffe, dass ihr das so seht, so einigermaßen. Also ich finde jetzt von der Optik her mal was anderes. Das Gläschen macht das hier ran. Hier kommt ja die Indikatorflüssigkeit rein, hier oben. Und hier kommt natürlich die Luft. Da man nicht das gelöste CO2 aus dem Wasser vermischt sich mit dem Indikator. So funktioniert das. Das Wasser vermischt sich ja nicht so, sondern das gelöste CO2, was man hier reinbringt, vermischt sich mit der Luft und dadurch mit der Luft und mit den diese CO2-Luft, was da drin ist, ist schwer zu erklären. Ich bin hier kein Chemiker. Auf jeden Fall verändert sich das Bild. War also ganz simpel. Hier steht, ist ja dann 40 Milligramm. Okay, jetzt haben wir das. Jetzt gehen wir mal bei der Beschreibung nach. So funktioniert das. Man kann es so auseinandernehmen. Ist ganz gut. Gibt auch andere Produkte noch. Ich will ja nicht sagen, dass die anderen schlecht sind, aber ich prüfe das, probiere das mal aus. Und hierbei geht es mir hauptsächlich. So macht man die ab. Okay, dann haben wir hier. Hier kommt die Flüssigkeit rein, hier ist eine Dichtung und die war bei denen ich vorher hatte, das Problem gewesen, da ist dann Aquariumwasser mal reingelaufen. So, klack, dann ist er zu
wenn man es reinmacht, dann kann man das hier wieder reinhaken. So. Ja, also nochmal gucken hier. Auf. Ein paar Mal. Ich weiß jetzt nicht, man sollte es nicht, ich würde sagen, nicht einfetten, aber ich glaube, wenn man vorher so ein bisschen mit Wasser benetzt, dann ist es besser, dass man das nicht, die Dichtung nicht beschädigt. Sagen wir mal so, vom Preis-Leistungs-Verhältnis passt auch alles. Das ist nicht übermäßig teuer. Und hier sehen wir ja auch die Öffnung, wo denn der Wasserstand ist. Man hängt es ja so rein. Das heißt ja, dass denen im Blick, wie hängt es dann, die machen es ja nicht so rein. Wenn du es so rein machst, kommt hier Wasser rein. Aquariumwasser, das wollen wir ja nicht. Hier soll ja das Wasser unterhalb stehen bleiben. Klar, die Luft kann nicht entweichen. Also entsteht hier eine Luftblase drin. Und dadurch habe ich hier dann nur noch kleine Ritzen nach oben hin. Eine Ritze ist gut, wir sagen, die ganze Öffnung bis nach oben hin. Und dort vermischt sich das dann mit dem Indikator. Jetzt hängt das natürlich drin. Das brauche ich euch ja nicht zeigen mit dem Aquarium, wie ich da drin hänge. Das mache ich ja nachher oben alle bei mir. Jetzt seht mir bloß darum, ihr solltet, also meine Erfahrung her mit den anderen Geräten, mindestens 8 Stunden oder mindestens so 8 Stunden gucken. Und dann natürlich euer Blasenzähler. Ich weiß ja nicht, ob der einen benutzt. Also ich benutze mal einen Blasenzähler bei meinem Becken wegen der Grundeinstellung. Ne? Und da würde ich erstmal anfangen, wenn er 9 CO2-Retter mit 10 pro Minute, mit 10 Bläschen. Und dann müsst ihr halt pro Tag müsst ihr halt gucken und dann pro Tag erhöht er, bis ihr euren gewünschten Wert von 40 Milligramm pro Liter habt. Ne? Kommt drauf an, habt ihr natürlich ein reines Pflanzenbecken. Dann könnt ihr auch auf 120 gehen. Aber das wird garantiert nicht schaden. Okay. Packen wir das hier wieder schön rein. Mache ich dann oben natürlich in mein Becken drin. Was ist hier noch zu beachten? Kriegt man die Pullen einzeln? Ja. Da habe ich mich natürlich vorher informiert. Weil die Flaschen, die kleinen, die gibt es auch einzeln zu kaufen. Also wenn das Gerät noch in Ordnung ist, also Gerät, Behälter noch in Ordnung ist, kriegt er die in Handel einzeln. Das ist auch schon mal übel. Und ich glaube, die waren noch nicht mal so super teuer. Also Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt da. Ja. Also ist nicht so, dass man jetzt sagt, ein Vorteil kann man ja nicht leisten. Ja. So. Jetzt seht ihr das. Ist dran, so von der Optik her kann man nicht meckern, sieht ja nicht so schlecht aus. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, man sieht kacke aus, aber sieht ganz gut aus. So, jetzt legen wir mal kurz rüber bei mir. Und hier. Hinten, so, ist bei mir der Sprudelausströme dafür, ne? Hier sehen wir jetzt den Ausströmer. So, ist immer ein bisschen eng jetzt hier alles, weil die Palmen kommen normalerweise bei mir im Sommer wieder raus. Das war ja hier meine Gelpalme, die so ein bisschen rumgemäkelt hat. Aber das ist schon wieder ein anderes Thema. Okay, jetzt habe ich euch das mal so gezeigt. Das sehe ich nach oben, baut das da so rein, macht das mal rein. Und werde so vielleicht mal nach 2-3 Wochen einen anderen Film mit einbauen oder nach 4 Wochen, kommt drauf an, ob ich damit zufrieden bin, wie lange das reicht mit der Farbskala, beziehungsweise mit der Indikatorflüssigkeit. Ich dachte, dass die Satz 2 Wochen ist, ob ich damit zufrieden bin, ob der Wert stimmt. Man kann das natürlich auch mal vergleichen mit dem Tröpfchen-Test. Aber ich mache das halt davon nicht viel. Ich habe lieber so einen Langzeittest, wenn man dann so ein Becken reingucken kann. Ja, ist in Ordnung, aber ihr seht es auch an die Kiemenbewegung, beziehungsweise an die, wie eure Fische sich verhalten, ob sie nach oben nach Luft schnappen. Und da ist es meistens, wenn sie keinen Sauerstoff haben, dass auch zu viel CO2 im Becken drin ist. Also ist mir bis jetzt immer viel fallen dran. Ne? Aber es ist halt nicht schlecht, so hat man was in der Hand, man kann was sehen und so viel kann dann gleich dementsprechend reagieren. So, jetzt wollte ich euch noch sagen, was macht ihr, wenn auf einmal wirklich zu viel CO2 ist? Ihr habt eine Flasche aufgehört. Jetzt habt ihr vielleicht wirklich, sagen wir mal, ihr seid wirklich an die gelbe Skala dran. Ihr seht das, ach Mensch, das ist CO2. Gut, die erste Hilfe, was man machen kann, ist wirklich ein Teilwasserwechsel. Dann ist es schon geholfen, eure Fische. Oder
wenn ihr dazu seht, ihr wollt aus dem Haus gehen, wie das so ist, morgens vor der Arbeit, guckt darin, ach du Kacke, meine Fische, viel zu CO2, die überleben das ja nicht. Uhr, ich muss zum Chef, Freischnee aus, die Uhr, krieg meine Bahn nicht, ich stehe im Stau mit dem Auto. Was macht man in dem Augenblick, den ein Aquarianer hat? Jeder Aquarianer sollte man immer für Notfall so eine Luftpuppe haben, mit einem Aussprudler mit drin haben, die drin machen, anmachen, volle Pulle, dann könnt ihr aus dem Haus gehen und ungefähr nach 2 Stunden, spätestens nach 2 Stunden, kommt natürlich auf eure Beckengröße drauf an, müsste der CO2-Gehalt wieder runtergegangen sein. So, jetzt runtergegangen sein. Die Fische, wie die geht, wird es dann dementsprechend auch dann wieder besser gehen. Na, das kann natürlich auch sein, dass das schon so extrem ist. Bei CO2 senkt natürlich den pH-Wert drin, habt ihr sowieso schon niedrigen pH-Wert im Becken, so gesagt, wie genannter Säuresturz. Ne? Desto weniger pH im Becken, desto höher der Säure, halt, das ist saures Wasser. Okay, ich habe von keinem bis jetzt gehört, aus der Aquarianer-Szene, dass ihr schon mal einen Säuresturz habt, also da habe ich keine Erfahrung drin, ab wann das kommt, ab wenn nicht kommt. Denn aber jetzt sind wir ja schon auf den Notfallplan, mit Sauerstoff. Dann kann ich euch noch einen Tipp geben immer. Lasst das Becken immer, was soll ich denn sagen? Ja, wenn ihr wirklich jetzt ein riesengroßes Becken habt, wo kaum Pflanzen drin sind, wie ein Diskusfischbecken oder ja, Barsch, Buntbarschbecken mit Barsche drin oder Barschbecken, dann würde ich euch auf jeden Fall immer raten, bei großen Becken 2 Filter laufen zu lassen, mit Wasserbewegung habt. Denn irgendwann, wenn das mal wirklich mal ein Filter oder seit dem Urlaub euch geht, da ist ein Filter kaputt, keine Wasserbewegung mehr drin. Was passiert denn drin? Kommt er wieder aus dem Urlaub oder kommt nach Hause oder Fische schwimmen oben, schnappen nach Luft. Also immer mit 2 Systeme fahren, da seid ihr immer auf der sicheren Seite. Entweder haut ihr euch noch einen Spuder drin, der die Wasserbewegung hat, Sauerstoff drin macht, oder ihr arbeitet mit 2 Filtersystemen. 2 Filtersysteme ist immer gut, gerade wenn man, wie ich schon erwähnt habe, vorhin einen Urlaub fährt gerade. Ein kleines Becken, da machen wir, da kann ich da oben 1 Meter Becken, da reicht ein Sprudler aus, da wird das Becken nicht gleich umkippen, wenn da der Filter mal nicht läuft. Na, aber hauptsächlich habt ihr ein größeres Becken, weil wirklich keine Pflanzen, sondern gerade unsere Barschfreunde, die drunter sind, am besten wirklich im 2. System fahren. Na, also kann ich euch nur raten. Okay. Jetzt sind wir trotzdem am Ende mal wieder angekommen bei Telefilmchen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Immer was ganz anderes bei mir. Ich werde aber trotzdem sicher halber oben das Kennzeichen als Werbung. Das ist einfach ein Grund, ich habe Kinder noch nicht so eine Erfahrung damit gemacht. Wenn man jetzt ein Produkt vorstellt, ob man eher den kriegt oder nicht kriegt. Eigentlich habe ich es ja gesagt, dass ich es mir alleine gekauft habe, aber trotzdem schreibe ich oben scheinbar Werbung und hoffe, ich dafür nicht kriege. Ist mir real, aber ich mach's. Okay, hat euch das Filmchen gefallen? Daumen nach oben. Aber würde mich natürlich sehr freuen, denn was mir ein bisschen auffällt, die ganzen Abonnenten, bei mir sind es ungefähr 5% der Abonnenten, gucken zu, mal sind es auch 10. Also auch meinen Abonnenten mal einschalten, seht ihr den Kanal, interessiert euch die Aquaristik, macht einfach mal ein Abo da. Die Filme werden irgendwann mal besser, ich bin jetzt fast 1 Jahr dabei, am 11.11. bin genau 1 Jahr dabei. Bin eigentlich so Frienianer, auch wenn nur einer zuguckt oder nur Zähne zugucken. Ich mache es ja einfach, weil es mir Spaß macht. Weil die Aquaristik ist ja nun mal echt ein schönes Hobby, hat ja auch ein bisschen Spaß gemacht oder sehr großen Spaß macht. Ja, besser als wenn man nach Hause kommt, vom Fernseher guckt und hat nichts zu tun. Also ich bin nicht der Mensch, gibt es Leute, die das gerne noch mögen. Wenn wir keine Fernsehzuschauer hätten, sollen sie auch keine Unbedingungen für Kanäle kriegen. Auch der YouTube ist ohne uns, die Filme machen nichts. Also, aber Daumen nach oben, die Glocke. Und da kann ich euch was sagen, man bleibt gesund. Thorsten und seine Welt. Bis zum nächsten Mal. Ciao.